wir sind die gelben Zitronen und wir sind hier gerade im Victoria Park. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ist es Sommer. Aber wann beginnt der Sommer? Eike! 21. Juni! 21. Juli! Juni! Juni! Also offiziell oder auch für ihn beginnt der Sommer am 21. Juni. Aber das findet doch jeder Mensch anders, oder? Also für mich beginnt der Sommer, wenn es heiß wird, wenn immer diese Sommergewitter kommen, wenn ich geblendet werde und wenn ich schwitze. Wir waren also in der Bergmannstraße und haben nachgefragt, wann für die Leute da in der Bergmannstraße der Sommer beginnt. Ja. Film ab. Das ist das Ergebnis. Also wann fängt für dich eigentlich der Sommer an? Für mich fängt der Sommer an, wenn ich Eis essen kann, wenn ich richtig Lust habe auf Eis essen. Und mit welchem Kleidungsstück? Na, da. Wenn ich barfuß in Sandalen bin, dann fängt für mich der Sommer an. Okay, schön. Wie sieht der Sommer eigentlich an? So, jetzt ja eigentlich Sommer. Und wie viel Grad oder wie soll es draußen aussehen, wenn es wieder Sommer anfängt? So, ab 20 Grad. Das ist ja manchmal mal schon so. Also ich glaube, man kann es auch ganz gut. Es gibt bestimmt eine gewisse Definition, wann der Sommer anfängt. Und man merkt auch schwer. Ich komme vielleicht sonst so. Also für mich wäre es so ab Juni. Okay, danke. Wann fängt für Sie der Sommer an? Sobald es konstant über 20 Grad sind. Aber ist das meistens so? Denken Sie jetzt im Juli? Okay, danke. Bitte schön. Wann fängt für Sie der Sommer? Wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Okay, danke. Wann fängt für Sie der Sommer? Wenn es 15 Grad hat. Und wann, welche Kleidung fängt für Sie an? Wenn die Socken dünner werden. So, wann beginnt für Sie eigentlich der Sommer? Wenn die Sonne scheint und man nicht so viel anziehen muss. Und mit welchem Kleidungsstück beginnt für Sie der Sommer? Mit dem Röckchen. Oh, schön. Tschüss. 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 Wann fängt für Sie der Sommer an? Der Sommer fängt für mich an eigentlich am 21. Juni. Aber eigentlich ist jetzt schon Sommer, ja, weil es so heiß ist. Und mit welchem Kleidungsstück fängt es dann meistens für Sie an? Kleidchen. Okay, danke. Bitte. Tschüss. Okay, wir wollten Sie noch einmal kurz fragen, wann fängt für Sie der Sommer an? Ich glaube, der hat schon angefangen. Ja? Gefühlt hat er schon angefangen. Okay, dann. Ja, danke. Kein Problem. Hier? Because I'm from Italy. Okay, then you live in a country? No, I know the answer. Because the summer for me starts when the school finishes. Yeah? It's a good answer. Bye. Darf ja jetzt wissen, dass es Sommer ist? Können wir auch feststellen, was man im Sommer noch machen kann. Nämlich skaten! Und dazu haben wir auch ein Skater-Video gedreht! Ryan Little. Schneiden und alles drum und dran dauert uns meistens sehr lange. Auf jeden Fall sind wir kurz vor der Fertigstellung dieses Videos und dann bemerken wir, dass wir noch gar keine Abmoderation haben. Also mache ich sie jetzt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.